Wie der Mensch geistig beschaffen ist, so sieht er auch die geistige Welt. Lukas 11, 14 bis 28. Und er trieb einen Teufel aus, der war stumm. Und es geschah, da der Teufel ausfuhr, da redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich. Etliche aber unter ihnen sprachen: Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub, den Obersten der Teufel. Die anderen aber versuchten ihn und begehrten ein Zeichen von ihm vom Himmel. Er aber vernahm ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Ein jeglich Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüst, und ein Haus fällt über das andere. Ist denn der Satanas auch mit sich selbst uneins? Wie will sein Reich bestehen? Dieweil ihr saget, ich treibe die Teufel aus durch Beelzebub. So aber ich die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben sie eure Kinder aus? Darum werden sie eure Richter sein. So ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe, so kommt ja das Reich Gottes zu euch. Wenn ein starker, gewappneter seinen Palast bewahret, so bleibt das Seine mit Frieden. Wenn aber ein stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seinen Harnisch, darauf er sich verließ, und teilt den Raub aus. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen ausfährt, so durchwandelt er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet ihrer nicht. So spricht er: Ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er's mit Besen gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben Geister zu sich, die ärger sind denn er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da, und es wird hernach mit demselben Menschen ärger denn zuvor. Und es begab sich, da er solches redete, erhob ein Weib im Volk die Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Und er sprach: Ja, selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. So spricht der Herr. Um diese Tat zu verstehen und zu würdigen, müsst ihr erst wissen, wie die Teufel in den Menschen hineinkommen und was sie in der Tat sind, damit euch das Austreiben derselben verständlich werden kann. Um euch dieses deutlich vor Augen zu führen, muss ich weiter ausholen und euch in frühere Zeiträume zurückführen, in denen noch keine materielle Welt, sondern nur das Geisterreich bestand. Aus Übermut und Trotz missbrauchte der erste Engel, Lichtträger, bis in die fernsten Räume des Geisterhimmels seine Macht und lehnte sich nebst seinem Anhang gegen mich auf. Da er, so wie seine Spießgesellen, von einer Rückkehr nichts wissen wollten, wurden sie in die Materie gebannt und mussten auf langen Wegen der stufenartigen Läuterung den Rückgang zum einst gewesenen besseren Zustand antreten, welcher Läuterungsprozess auch heute noch fortdauert, bis alle wieder das geworden sind, was sie einst waren, nämlich Erkenner meiner Macht und Liebe und werktätige Förderer meines großen Schöpfungsplanes. Nun seht, in jener fernen Zeit, in der, wie jetzt noch gültig, die individuelle Freiheit des Geistes als unantastbar festgesetzt wurde, stand es den Geistern, so wie Satan selbst, frei, von ihrer verkehrten Richtung umzukehren oder nicht. Da die Geister aber nicht alle gleich an Erkenntnis, Güte und Einsicht waren, wie es auch heute noch nicht zwei Geschöpfe gibt, die geistig einander gleichen, so war die Art und Weise jener Wesen zu denken und zu handeln sehr verschieden. Dem einen genügte seine geistige Stufe, dem anderen nicht. Der eine war standhaft und widerstand den Anfechtungen schlechterer.
Der andere dagegen widerstrebte dem Einfluss besserer. So bestand nicht eine gleichsam geordnete Stufenreihe, sondern so viel es geistig denkende Wesen gab, ebenso vielseitig waren auch die Ansichten und Vorstellungen von mir, von der Welt und von dem nötigen Fortschreiten. Diese große Verschiedenheit, die sowohl bei den guten Geistern wie auch bei den schlechten besteht, welche eher den Satan als höchsten ansehen, wie die guten mich, bedingte eben das geistige Leben und Treiben, welches zum Bestand des großen Geisterreichs notwendig ist. Wenngleich die große Masse abgefallener Geister unter ihren Hauptanführern eine andere Richtung als die für alle bestimmte einschlug, so mussten doch auch ihre, mir und meinem Prinzip des Guten entgegengesetzten Handlungen nur meinen Zwecken dienen. Sie müssen in den Resultaten, welche ihren Wünschen nicht entsprechen, meine Allmacht erkennen, der sie sich, sie mögen tun, was sie wollen, nicht entziehen können. Das gleiche Sein und Treiben der Geister findet sich bei den von allen Welten abberufenen Seelen, die im Jenseits leben. Auch sie haben Willensfreiheit. Sie können vor- oder rückwärts schreiten, können tun, was sie wollen, können in einer Minute von der Höllenqual eines peinigenden Gewissens bis zur Seligkeit eines Engels gelangen, können das bleiben, was sie im Erdenleben waren, oder durch Umgang mit anderen, schlechteren Seelen selbst noch böser, noch schlechter werden. Ihr Wirkungskreis ist durch nichts beengt, als durch die Existenzmittel, welche jede geistige Stufe mit sich bringt. Ursprüngliche, noch nicht inkarnierte Geister, sowie Abgeschiedene aus menschlichen Leibern, welche keinen Drang zum Vorwärtsschreiten haben, suchen, da Tätigkeit ein Lebensgesetz ist, ohne das nichts bestehen kann, sich zu beschäftigen, indem sie versuchen, entweder Geister oder noch lebende Wesen, deren Neigung eine Beeinflussung zulässt, in ihren Bereich zu ziehen und ihnen ihre Ansichten und Neigungen beizubringen. Daher kommt es, dass der Mensch, je mehr er seine eigenen bösen und schlechten Leidenschaften nährt, immer leichter diesem jenseitigen Einfluss unterworfen ist und endlich ganz diesen bösen, von Langeweile geplagten Geistern zur Beute wird. So wie durch Schreiben, Klopfen und sonstige Mittel die Geister auf einzelne, empfängliche Seelen einwirken können und indirekt wenigstens dazu beitragen, dass die Ungläubigen zu der Erkenntnis kommen, es gibt eine andere Welt. Ebenso wirken die schlechten Geister der Verstorbenen auf das Gemüt, ja, auf die körperliche Organisation des Menschen ein, wovon Tobsucht und andere Krankheiten die äußerlich sichtbaren Folgen sind. So könnt ihr, würdet ihr mit geistigen Augen sehen, eine ganz neue Welt in und um euch erblicken, die ebenso wie die äußere materielle bemüht ist, euch den Gang zu mir so viel wie möglich zu erschweren. Deswegen rief ich auch einst meinen Jüngern im Garten von Gethsemane zu: Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Diese geistigen Einflüsse sind anfangs so gelinde und sanft, unter spitzfindigen Gründen der Eigenliebe ihr verderbliches Gift verbergend, dass ein feines Gefühl und stete Wachsamkeit dazu gehören, um nicht statt des eigenen Willens den Willen anderer zu tun. Ist aber Standhaftigkeit da und sieht der böse oder schlechte Geist, dass seinen Einflüssen nicht Gehör gegeben wird, so lässt er von selbst ab, weil auch er seine Zeit nicht unnütz verlieren will. Dieses unsichtbare Beeinflussen und Verändern der Materie, dieses Entstehen und Vergehen und in andere Formen übergehen, alles dieses würde, hättet ihr die geistige Sehe, sich in der geistigen Welt vor euren Augen abwickeln, in einem noch größeren Maßstab, weil ihr die Geister durchschauen und schon von vornherein bemerken könntet,
Welche Idee jetzt den einen oder anderen bewegt, dieses oder jenes zu tun? Ihr würdet an diese geistige Welt einen ganz anderen Maßstab anlegen müssen als an eure materielle Welt, da dort schon die Gedanken gewogen werden, während in eurer sichtbaren Welt tausend Gedanken unbemerkt an euch vorübergehen, bis vielleicht erst der letzte durch die Tat die Idee eines anderen lebenden Wesens verrät. Ihr würdet staunen, wie die Hinübergehenden dort anlangen, wie sie von anderen Geistern entweder mit Liebe oder mit Hass empfangen werden. Ihr würdet staunen, welche moralischen Kämpfe dort eine Seele durchmachen muss, bis sie ihren Weg selbstständig gehen kann. Dort hilft kein Verbergen, kein Heucheln und Verstellen. Dort ist der Mensch als Geist nur der Abdruck seines geistigen Ichs, erworben hier auf dieser Welt, und zwar nicht durch Taten, sondern bereits durch Gedanken. Denn diese waren die Urheber der Taten, und diese geben auch in der geistigen Welt den Ausschlag. Jeder durch euren Kopf oder euer Herz flüchtig laufende Gedanke ist in euren inneren Geistesmenschen als unabänderlicher Abdruck eingeprägt worden und wird einst die äußere geistige Umkleidung eures Seelenmenschen bedingen. Wenn die Menschen wüssten, was sie tun, wenn sie entweder mit Groll von dieser Erde scheiden oder wenn die Zurückgebliebenen den Hinübergehenden fluchen, sie würden schaudern vor den Folgen solcher Gedanken, denn solche Gedanken sind fähig, Qualen auf Qualen, natürlich geistiger Natur, den Hinübergegangenen zu bereiten und in ihnen den Wunsch entfachen, die noch Lebenden mit Rache zu empfangen. Daher seid streng mit euren Gedanken. Ihr ruft oft mit einem Gedanken ein Heer gleichgesinnter, schlechter Geister der anderen Welt in eure Nähe. Und während ihr glaubt, ihr hinget diesen Gedanken bloß nach, sind es diese Geister, die euch in ihr Netz zu verstricken trachten, die eure guten Eigenschaften zu vernichten streben, um dann den Einfluss zu einer bösen Tat zur Reife zu bringen, welche wieder unendliche Folgen für euch und andere Menschen und Geister hat. Dies ist im Evangelium ausgedrückt, wo ich von dem mächtigen bösen Geist, der aus dem Kranken oder Stummen getrieben wurde, sagte, dass er öde und wüst umherging, dann aber wieder zurückkehrte mit sieben anderen Geistern, die ärger waren als er selbst. Das ist das geistige Bild eines Menschen, der wohl eine Leidenschaft besiegt, glaubt, einen Teufel von sich entfernt zu haben, sich aber nachlässig wieder diesen Gedanken, seinen Lieblingsideen hingibt. Dieser Mensch nährt ein Flämmchen und wie die Mücken von Weitem das Licht bemerkend alle dorthin ziehen, ebenso ist diese geistige Gedankenrichtung ein Licht, das in der Geisterwelt gerade den in Finstern tappenden Geistern als Leitfaden dient. Dort strömen sie hin, beginnen ihr teuflisches Spiel mit verstärkter und vereinter Kraft, bis der geplagte Mensch in ihr Netz fällt und hier auf Erden und dort im Jenseits auf lange Zeit für mein Reich verloren ist. Die andere Welt, die Welt des Unsichtbaren, ist nicht so rosig, wie eure Priester sie euch vorstellen. Sie ist aber auch nicht so höllisch, wie die Fantasie gewisser Religionsfanatiker sie euch vormalen möchte. Das ganze Gemälde besteht darin: Wie der Mensch geistig beschaffen ist, so sieht er auch die geistige Welt. So seht ihr ja auch die materielle Welt, ob hüben oder drüben, das bleibt sich gleich. Ein veredeltes, reines, mir ergebenes Herz wird dort nichts von alledem sehen, wie es auch hier nichts davon sah. Es wird dort verirrte Geister, wie hier verirrte Menschen erblicken und helfend jedem unter die Arme greifen, wie es während seiner Lebenszeit getan hat. Frieden mitbringend sieht die Seele dort Frieden.
Hass und Stolz mitbringend, wird sie auch dort das Nämliche von anderen erfahren und das Gleiche auch an anderen ausüben. Es ist nur ein Gesetz, das in meiner Schöpfung gilt. Es ist das Gesetz der Schwere, der Anziehungskraft. Das Materielle wird gefestet und erhalten durch dieses Gesetz, das Geistige ebenfalls. Je schwerer, das heißt je dichter ein Körper ist, desto größer ist die Kraft, die seine Urelemente zusammenhält. Er ist Stein und ist auf festem Grund gebaut. Je leichter die Substanzen sind und je geringer ihre Bindekraft ist, desto leichter ist ihre Erhebung möglich. Je fester die Atome zusammengefügt sind, umso weniger sind sie für Licht- und Wärme aufnahmefähig. Je leichter sie sind, desto mehr sind sie empfänglich für das von oben Kommende. So ist es auch in der Geisterwelt. Das moralische Gewicht band die Geister an die Materie. Je leichter es ist, desto eher können sie sich von der Materie entfernen. Im ersteren Falle sind die Geister finster, im zweiten desto lichter. Die finsteren Geister also sind es, die sich am Licht anderer beleben und erwärmen wollen, da ihnen selbst die Wärme fehlt. Deswegen suchen sie entweder, so sie schlecht bleiben wollen, die anderen mit in ihre Finsternis hineinzuziehen oder sich selbst dieser zu entwinden. So ist das geistige Treiben im ganzen Äther beschaffen. Ewig Kampf neben Ruhe, Verfolgung und Abstoßung neben Einigung und liebender Zusammengesellung, da die Geister ihren geistigen Prozess erfüllen müssen. Auf die Zeit kommt es nicht an, denn die Ewigkeit ist lang. Niemand wird gezwungen. Was er sein will, das ist er. Oder wie Paulus sagte, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Daher gebet euch alle Mühe, schon hier so viel Stärke zu erlangen, dass ihr dort den Versuchungen widerstehen könnt und auch sogleich mit besseren Geistern zusammenkommt, bei denen natürlich von Kampf und Verführung nicht die Rede ist. Enthaltet euch der Flüche und Verwünschungen, denn die auf diese Art beleidigten, an ihrem Fortschritte gehemmten Geister suchen sich zu rächen. Können sie es hier nicht, so erwarten sie euch gewiss dort, um euch zu vergelten, was ihr in blinder Eigenliebe an ihnen verschuldet habt. Im Evangelium sagte ich, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Merkt euch das. Es heißt, es gibt nur zwei Wege. Zu mir hin und hinweg von mir. Daher selig diejenigen unter euch, die meine Worte hören und auch befolgen werden. Vieles werden sie sich in jener Welt ersparen, was sonst eine unausbleibliche Folge irdischen Handelns gewesen wäre. Ich könnte euch noch viel über jene Welt sagen. Einen kleinen Blick in sie tatet ihr schon in der Beschreibung der geistigen Sonne. Jakob Lorber. Zwar ist das nur ein Schattenriss der großen Wahrheit, aber genau durchdacht genügte er als Mahnwort, um mich einst nicht zu beschuldigen, als hätte ich euch nicht einen Blick in jene Welt tun lassen, die einst euer Aufenthalt, und zwar der bei weitem längere sein wird. Die extremen Fälle, in denen ein oder sogar mehrere böse Geister einen Menschen derart in der Gewalt haben, dass selbst sein physischer Organismus mit in ihrer Gewalt ist, sind selten und oft sogar aus guten Gründen zugelassen. Um solch kranke und von bösen Geistern besessene Menschen zu heilen, gehört ein willensstarker, religiöser Mensch, der mich und meine Macht kennt und auch das Vertrauen zu mir hat, dass ich ihm helfe, wenn er darum bittet. Da kann dann durch Gebet und Hände auflegen in meinem Namen geholfen werden, so wie ich es während meines irdischen Lebenswandels getan habe. Nur muss stets dabei gedacht werden,
wenn es mein heiliger Wille ist, dass es geschehe. Hier habt ihr ein kleines Bild des großen Geisterlebens, welches ich euch bei diesem Anlass aus dem Evangelium geben wollte. Es ist zu wichtig, als dass ihr nur wisset, was ihr seht. Ihr müsst auch nach und nach begreifen lernen, was außer der sichtbaren Welt besteht, was derselben seinen Typus aufgedrückt hat und den weit größeren und wichtigeren Teil meines Reiches ausmacht. Geist bin ich, Geist seid ihr. Und geistig wird selbst die Materie noch werden. Also diesen großen Kreislauf mit all seinen Stufen zu erkennen, zu überblicken und in ihm sich seine eigene Stellung zu erringen, das ist die Aufgabe, die euch gegeben wurde. Zu ihrer leichteren Lösung scheue ich kein Mittel, um euch den unabweisbaren Weg zu erleichtern und zu verkürzen, damit ihr hier schon das meiste und schwerste bewältigt und dort nur weniges und leichteres zu überwinden habt. Amen.